Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German. Ich spreche über das Telefon mit Elvira und Dieter Wolf. Das Ehepaar Wolf sind vielleicht die bekanntesten Australien-Touristen in Deutschland. 20 Mal waren sie schon dort, zuletzt aber nicht mehr seit der Pandemie. Was macht man denn im Australien-Urlaub Ruhestand? Ich habe gehört, Portugal ist für euch ein Thema. Ja, also wir haben uns ein bisschen auf Portugal eingeschossen jetzt. Das hing eigentlich ein bisschen damit zusammen, dass ich ein bisschen geschwächelt habe gesundheitlich und mir das feuchtnasse Wetter hier in Deutschland eigentlich überhaupt nicht gefällt. Und da haben wir gesagt, dann müssen wir irgendwo hin, wo es ein bisschen wärmer ist. Die Algarve ist eine sehr schöne Ecke, da ist auch den Winter über so um die 20 Grad und Sonnenschein. Und wir haben so den Eindruck gehabt, dass die Portugiesen von ihrem Charakter her so ähnlich wie die Australier sind. Also sehr offen und hilfsbereit und so. Und das ist halt das, was uns liegt. Und das haben wir auch jetzt erfahren. Wir haben ja zweimal jetzt schon da überwintert und werden das auch fortführen. Also wir haben schon wieder Planung für den Dezember. Es ist ja so, Australien war für euch wirklich lange Zeit ein Herzensprojekt. Ihr habt den Frankfurter Australia Day jahrelang organisiert. Ihr habt, und das tut ja auch noch, den Australien-Stammtisch in Frankfurt organisiert. Also da auch wirklich mit vielen Leuten rund um das Thema Australien-Urlaub Kontakt gehabt. Wie ist es denn jetzt, wenn ihr in Portugal seid? Konntet ihr dann im letzten Winter so den Fernweh nach Australien dort vergessen? Oder ist es immer noch irgendwie präsent im Kopf? Nee, das ist immer noch präsent im Kopf. Also ich glaube, wer sich richtig mit Australien beschäftigt, der hört auch nicht auf, sich damit zu beschäftigen. Ja. Man muss halt nur manchmal realistisch werden und sich überlegen, ist es machbar? Kann man es gesundheitlich machen? Kann man es finanziell machen? Was ja auch ein bisschen problematisch mittlerweile ist mit Australien. Ja, sagen wir mal, die Australien-Sehnsucht oder wie immer man das nennen will, die ist halt immer noch da. Du hast es ja eben angesprochen, es gibt quasi so zwei Hemmnisse gerade. Einmal ist natürlich die Gesundheit und das Alter, was ja irgendwann auf jeden dazukommt. Und dann macht es einem das Land auch nicht so gerade einfach, aktuell da als Tourist hinzureisen. Nee, es ist schwierig, ein Allradauto zu finden. Die Flugreisen sind teuer, vor allem wenn man halt aus gesundheitlichen Gründen Business fliegen möchte. Ein Auto zu finden ist auch teuer. Also es ist einfach eine Preisfrage auch. Ja, obwohl wir haben ja den Vorteil, wir kennen so viele Leute in Australien. Also unterkommen würden wir eigentlich preiswert. Wir haben ja rund um Australien Bekannte, die haben alle schon Fragen, wann kommt er denn mal wieder, besucht er uns dann nicht mal und ja, gerne, aber. Um auf das Thema Portugal zurückzukommen, entwickelt sich da gerade so eine zweite Liebe? Kannst du das Land mit Australien aufnehmen, für euch als Touristen oder überhaupt nicht? Kann nicht mit Australien aufnehmen. Schwierige Frage. Wir waren ja Outback-Fans in erster Linie. Wir sind ja fast nur durchs Outback mit unserem LKW gefahren und haben eigentlich geliebt, diese Weite da. Das kann Portugal natürlich nicht bieten, ja. Gut, sogar landschaftlich an der Algarve vorne, ja, da gibt es also auch so ein paar Ecken, die auch an australische Küsten erinnern. Ja. Und man kann auch da, wenn man an die Westküste fährt, einsame Buchten, ganz tolle Buchten finden. Also, und für Surfer ist das ja auch Paradies da. Also von daher ist schon ein bisschen Ähnlichkeit auch da. Natürlich im anderen Maßstab. Ihr habt es ja schon gesagt, also nächsten Winter soll es wieder nach Portugal gehen, erstmal. Elvira, du hattest aber vorhin angedeutet, so ganz abgeschrieben habt ihr das Thema Australien-Urlaub dann doch noch nicht. Nein, so ganz abgeschrieben haben wir das noch nicht. Also wenn es irgendwo mal günstige Businessflüge gibt, dann ja, werden wir uns das sicherlich nochmal überlegen, nochmal rüberzufliegen. Ja. Also wir haben ja eigentlich noch einen Termin beim Country Music Festival in Tamworth offen. Ne? Da müssen wir eigentlich noch ein letztes Mal hin, aber ja, mal sehen, ob es sich ergibt. Aber die Hoffnung auf euren 21. Australien-Urlaub, die stirbt zuletzt. Ich glaube, das würdet ihr beide unterschreiben. Das unterschreiben wir. Das machen wir.
Elvira und Dieter Wolf, beide große Australien-Fans vom Frankfurter Australien-Stammtisch. Danke für eure Zeit. Gerne. Gerne. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.